Hi, der Norman hier. Ja, kennt ihr das Problem? Datenvolumen weg, weil die iCloud so viel Speicher zieht, weil ihr eure Projekte vom iPhone zum iPad wieder zum PC zieht, unterwegs arbeitet. Aber dafür gibt es eine Lösung und die erkläre ich euch in diesem Video. Also wird interessant, bleibt dran. Bevor es jetzt hier gleich richtig losgeht mit LumaFusion, arbeiten ohne iCloud, ohne Datenvolumen zu verbrauchen, auf dem iPad Pro 21 bzw. auf meinem Mac Mini, beide ausgestattet mit den M1 Chips. Ja, super Sache, dieses Ding, echt genial. Möchte ich hier noch in eigener Sache Werbung machen, hier oben verlinke ich euch ein Video, da könnt ihr ein ganz cooles Bild gewinnen. Würde mich freuen, wenn ihr das Video anschaut und auch mitmacht. Ich drücke euch in jedem Fall den Daumen. Ja, was brauchen wir heute, bevor wir das Projekt anlegen? Ihr braucht natürlich ein iPad. Ich glaube, das geht sogar mit dem iPad Air, ich weiß es nicht genau, deswegen sage ich jetzt mal hier in diesem Video, es geht hier wirklich nur um den iPad Pro 21. Ihr braucht einen USB-C-Anschluss mit Kartenleser. Ich habe hier so einen USB-C-Hub. Da sind auch noch andere Sachen dran, ist Wurst, die braucht ihr nicht. Hauptsache, ihr habt hier SD-Kartenleser und USB-C, damit ihr das am iPad sowie auch am Mac bzw. Mac Mini oder was auch immer anschließen könnt. Zu SD-Karten muss ich jetzt nicht viel sagen, hoffe ich. Da müsst ihr mal gucken, welche Geschwindigkeit ihr braucht. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, wir sprinten jetzt mal rüber zum Macs am Bildschirm und ich zeige euch, wie ich so ein Projekt anlege und wie ich das Ganze denn einfach mit Kabel, ja, Kabel gibt es heutzutage noch, richtig viel Datenvolumen spare. Also rüber geht's. Also wenn ihr dieses Video seht, dann glaube ich, brauche ich euch auch nicht mehr zeigen, wie man die Sachen anschließt. Das wisst ihr bereits, wenn ihr im Videoschnitt tätig seid. Also dazu brauchen wir jetzt keine große Aktion mehr starten. Also ihr schließt das ganze Ding hier praktisch jetzt an euren Mac, Mac Mini, wie auch immer an. Und dann könnt ihr auch schon starten. Um das Ganze natürlich so einfach wie möglich zu gestalten, rate ich dazu, vorher auf der SD-Karte, die ihr eingeschoben habt, euer Projekt zu machen. Ich persönlich nehme für die SD-Karte immer nur ein Projekt. Wenn es jetzt zwei, drei Projekte sind, müsste die SD-Karte natürlich größer sein. Ist auch gar kein Problem. Das funktioniert natürlich tadellos. Da solltet ihr dann aber wirklich sortieren. Ich habe mir meine SD-Karte jetzt in dem Falle auf Kreta 21 den Namen gegeben, weil das war der Urlaub. Da möchte ich ein Video drüber machen. Und ihr seht, auf der SD-Karte ist hier praktisch mein Kreta drauf. Da habe ich dann nochmal Unterordner, Intro und was dazugehört, Musik, Soundgeräusche und natürlich das Videomaterial ordentlich sortiert, damit ich auch genau weiß, wann, wo, was war und an welchem Tag wir was gemacht haben. Und damit ist der Fall eigentlich schon erledigt und ihr habt erstmal ein sauberes Erscheinen und kommt auch nicht durcheinander, als wenn ihr alles in einem Ordner habt. Dann habe ich hier, wie ihr hier seht, ist dann meine Projektdateien. Dort in diesem Ordner befinden sich dann diese Dateien, damit ihr übergreifend arbeiten könnt. Ihr seht, das sind inzwischen zwei Dateien. Eine ist die erste und dort ist die 2. Das seht ihr hier in Klammern. Hier ist die 2 und das ist das neueste Projekt. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann brauche ich eigentlich sogar wieder Vorführeffekt hier wunderbar. Ich drücke jetzt hier drauf. Und jetzt müsste sich eigentlich LumaFusion öffnen. Tadam! Und da ist es auch schon. So, jetzt wird mein Projekt geladen, wie ihr seht. Da sind auch schon ein paar Sachen bei. Ich habe das ja schon förmlich angefangen, damit das hier auch nicht allzu lange wird. Dauert jetzt natürlich wahrscheinlich ein bisschen länger durch die Bildschirmaufnahme. Und ihr seht, da ist mein Projekt. Ich habe hier das Projekt, hier unten seht ihr das, Kreta Oktober 2021. Dann habe ich hier auf meiner SD-Karte alles so, wie es sein muss, hier auch in dem Projekt jetzt drin. Kann dieses eigentlich jetzt, wie ich möchte, einfügen. Ich mache jetzt mal einfach das Projekt an und wir starten. Ich kann das hier so bearbeiten. Ich ziehe das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen nach vorn und nehme jetzt hier mal vom Videomaterial ja, ein Stück Hotelshow dazu. Die ist jetzt unbearbeitet. Das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Ich will euch das nur kurz zeigen, dass das auch funktioniert. Was sagt er denn hier? Ersetzen und abbrechen. Neue Clipdauer verwenden. Ja,
behalten wir bei, gar kein Problem. So, und jetzt habe ich hier diesen Videoclip dazugefügt. Der ist jetzt natürlich noch nicht bearbeitet, ist gar kein Problem. Und jetzt in diesem Fall, ihr wisst, oh Mensch, in einer halben Stunde muss ich los. Ich habe jetzt aber erstmal eine anderthalbstündige Bahnfahrt vor mir und geht hier unten auf dieses Zeichen. Und hier seht ihr das, was ich... Hier könnt ihr dann praktisch das Projekt auch in DaVinci und in Final Cut Pro und so bearbeiten. Das kostet aber, wie gesagt, extra. Aber das wollen wir jetzt gar nicht, weil wir wollen ja jetzt ein LumaFusion-Paket erstellen. Und werde jetzt hier auf Dateien gehen und das Ganze wird jetzt zusammengestellt. Dauert einen Moment, weil das ist jetzt schon ein bisschen größer. Ich spule einfach mal vor. Zack, fertig ist die Laube. Jetzt fragt er euch, wo wollt ihr das hinhaben? Das wollt ihr natürlich auf eure SD-Karte haben, in den Projektdateien hinein. Dort soll es gesichert werden. Jetzt fragt er natürlich, ersetzen. Ja, könnt ihr ersetzen, natürlich, weil es ist ja das neuere Projekt. Und schon wird das ganze Projekt jetzt dort reinkopiert. Das dauert jetzt auch wieder ein bisschen. Ist natürlich jetzt durch die Bildschirmaufnahme wahrscheinlich nicht so optimal, aber ich will es euch ja zeigen. Ich spule einfach wieder vor, bis es soweit ist. Da ist es hochgeladen, Projekt erfolgreich hochgeladen. Ihr drückt auf OK. Und das war's dann auch schon. Ihr könnt jetzt hier LumaFusion am Mac bzw. Mac Mini, je nachdem was ihr habt, schließen. Ihr habt jetzt hier eure neue Datei auch mit 2. Ihr könnt es natürlich dann auch mal ändern vom Namen her, spielt gar keine Rolle. Und jetzt switchen wir einfach mal rüber aufs iPad. Jetzt habt ihr euer LumaFusion Projektpaket erstellt und könnt jetzt, nachdem ihr das natürlich mit der SD-Karte hier ausgeworfen habt auf dem Mac, könnt ihr dieses ganze Ding abmachen und steckt das Ganze in eurem iPad rein. Und jetzt geht's hier weiter. Ihr geht jetzt hier auf die Dateien. Dort ist der Ordner Kreta, weil ja alles angeschlossen ist. Projektdateien, muss ich dazu gestehen, habe ich gerade irgendwie verschoben. Warum auch immer, kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Hier sind die ZIP-Dateien drin. Hier ist mein Projekt. Das wird angeklickt. Es öffnet sich alles automatisch. Sollte es jedenfalls sein. Ich spule jetzt wieder ein Stück vor. Da wird es eingeladen, das Projekt, zack, alle Dateien da. Hier der Beweis, hier drüben, das haben wir dazugefügt. Und jetzt kann ich hier da weiterarbeiten. Untitelt, ja, keine Ahnung, warum das jetzt hier so heißt. Ist auch Wurst und hier habe ich jetzt halt alles drin, was ich machen kann. Da ist meine Musik, kann ich dazufügen. Und die anderen Dateien, Videomaterial, wie auch immer, hier unten seht ihr Videomaterial, da sind denn alle Sachen da. Und so einfach geht das. Ja, wenn ihr dann hier fertig seid, das mache ich jetzt natürlich nicht, könnt ihr hier wieder drauf gehen. Ihr erstellt wieder ein LumaFusion Projekt und dann das gleiche hier am iPad auch. Ihr seht, LumaFusion kommt ganz gut ohne Wolke aus. Ja, auch mit Kabel klappt das. Also für mich persönlich sogar die beste Variante, gerade im Videoschnitt. Weil wenn du hier Gigabytes hoch, wir reden ja hier wirklich von Gigabytes, nicht von einem Foto, ein paar Megabyte. Hochlädst in die Cloud, sind deine Datenvolumen weg. Es kostet ewig Zeit. Du weißt nie, wann hast du unterwegs überhaupt Empfang. Und ja, was denn 10, 12 Gigabyte pro Videosequenz sind, brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen, wenn du kein WLAN hast. Von daher habe ich hier meine originalen Dateien drauf. Dafür habe ich mir den M1 gekauft oder bin auf das ganze komplette M1-System gewechselt, weil man damit halt sehr gut arbeiten kann. Du kannst auch, wenn alle Stricke reißen, noch ein XML-Projektpaket erstellen. Kostet ein bisschen extra, 20 Euro hier zurzeit im App Store. Damit kannst du die Datei noch mal komplett umwandeln und kannst dann praktisch das Finale in DaVinci Resolve, in Final Cut Pro oder auch in Premiere Pro weiter bearbeiten und dort so den letzten Schliff Color Grading geben, weil das ist bei LumaFusion gut, aber für große Projekte würde ich es jetzt tatsächlich auch nicht nutzen. Ich würde den Grobschnitt machen, rüberziehen und dann das da drin alles bearbeiten. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video ein bisschen jetzt weiterhelfen und mal Klarsicht zur Cloud und beziehungsweise Kabel geben. Ich persönlich arbeite damit gerne. Weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Norman.